So, meine lieben Freunde und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3, Folge Nummer 2, diesmal in richtiger Auflösung. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ich habe einen Widescreen-Fix gefunden. Geht bei Google, falls ihr das Spiel spielen wollt, einfach mal Silent Hill Widescreen-Fix. Einer gibt es eine Seite, der bietet für alle Teile, für alle Silent Hill-Teile einen Widescreen-Fix an. Sehr geil, bügelt man einfach über sein Spiel und schon hat man diese bombenmäßige, also ich muss wirklich gerade mal sagen, bombenmäßig geile Qualität. Ich muss mal kurz was machen. Ich muss hier mal in die Optionen. Wenn das denn möglich ist, bupp. Und muss hier mal die scheiß Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Das ist ja abnormal laut. Das muss ich mal ein bisschen runterleiern, sonst kriege ich eine Meise. Ich habe mein Headset schon voll runtergedreht. Es ist trotzdem noch arschmäßig laut. Ich muss das dann natürlich im Video auch ein bisschen anpassen. Aber guckt euch mal an, wie schön das jetzt aussieht. Also, mega geil. Volle Auflösung. Total cool. So, Freunde, wir fliegen jetzt durch dieses Fenster, damit uns der Typ von den Fersen wegbleibt. Die Straße ist voller leerer Kisten und anderem Zeug. Ich komme nicht durch. Ich könnte wetten, dass der uns noch irgendwie abfängt. Und genau weiß, was wir vorhaben. So, hier müssen wir natürlich rein, völlig klar. Aber trotzdem gucke ich immer gerne mich ein bisschen näher im Gebiet um. Weil manchmal liegt noch irgendwo irgendein Zeug. Na, das ist eine Hilfe. Vielleicht sollte ich drumherum gehen. Auch egal. Aber wie konnte dieses Auto hier parken? Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es rückwärts reingefahren. Meine liebe Heather. So. Wieder drin. Und ich finde die Grafik, muss ich sagen, ziemlich schick. Also, es ist schon ein arschaltes Spiel, aber grafisch, muss ich sagen, kann sich immer noch sehen lassen. Sieht gar nicht so doof aus. Schloss ist kaputt, okay. Hier werden wir sicherlich noch nirgendwo rein können. Wir haben auch, wie gesagt, gar keine Karte von dem Gebiet. Ach, das ist ein Einkaufszentrum, ne? Doch kein Bahnhof, wie in der letzten Folge gedacht, sondern ein Einkaufszentrum. Es scheint irgendwie alles zu sein. Wieder sind wir schon relativ spät hier. Wer quatscht denn da? Wer hat da gequatscht? Warum liegt da eine Pistole? Alles schon mal sehr, sehr komisch, meine lieben Freunde. Und da ist eins dieser Dinger. Ist das räudig. Wie es an dem Kopf rumlutscht, um Gottes Willen. In der Auflösung sieht das natürlich gleich noch mal ein bisschen räudiger aus. What the fuck? Nicht gut, Heather. Nicht gut. Okay, das hat wohl doch gereicht. What the hell is this thing? Moment. Es ist ein Monster. Ich hab's getötet. Nicht, dass ich Kleider hasse, aber das ist jetzt die falsche Zeit und der falsche Ort. Das stimmt wohl. Also die Viecher, ne, das ist wirklich ein komisches Art-Design. Also da haben die Entwickler wirklich wieder mal volle Designkraft in der Monsterauswahl bewiesen. Auf der Ladentheke kann ich nichts Interessantes entdecken. Okay. So, was ist mit ihm passiert? What? Ich kann von hier aus sehen, dass es tot ist.
ob ich die Polizei rufen soll? Die würden mir sowieso nicht glauben, wenn ich sage, jemand ist von einem Monster getötet worden. Ja gut, Herr da, aber das Monster liegt ja hier. Brauch nicht in den Umkleiderraum gehen. Ah, Munition? Oh, es fängt an, Freunde. Wir müssen uns gut umsehen. Das ist natürlich gleich die erste Frage. Wie lade ich die Knifte nach? Er lädt einfach so nach, wenn ich keine Munition mehr in der Waffe habe. Unschöne Situation. Vielleicht kann uns der Detective weiterhelfen. Stuff only. Tja, da gehören wir jetzt dazu. Sie ist offen. Deine Karte wäre jetzt echt... Oh, shit. Eine Karte wäre jetzt natürlich nicht schlecht gerade. Oh, hier ist ja die Karte. Cool. Die hätte ich ja glatt übersehen. Karte des Einkaufszentrums. Jetzt können wir hier schön... Oh, ich liebe die Silent Hill Karten, ne? Weil die immer so schön alles markieren. Das mag ich. Ich mag die Silent Hill Karten. Die sind einfach immer mega geil. So, wir gehen jetzt erstmal von hier aus nach links und durchsuchen alle Räume. So, schön. Guck erstmal, ob hier alles aufgeht. So kann man nämlich systematisch durchgehen, und das mag ich an Silent Hill Spielen. Das Mapping, das mit den Karten und den Eingezeichne, war ja schon im ersten Teil so, und das finde ich einfach nur eine mega gute Art, in so einem Horrorspiel durchzublicken. So, hier ist alles zu, wir können aber noch das erste Stockwerk hier durchsuchen. Ah, von hier sind wir gekommen. Und ich mag Silent Hill Games. Ich mag Resident Evil Spiele. Ich mag... Okay. Cool bleiben. Cool bleiben. Wir haben jetzt sicherlich eine Tür übersehen. Ja, wir haben eine Tür, die wir noch durchsuchen könnten. Will ich das, ist die Frage. Will ich diese Tür durchsuchen? Ich glaube, hier renne ich einfach durch. Ich glaube, hier renne ich wirklich einfach durch. Fest zu. Fest zu. Okay. Und hier sind wir reingekommen, oder was? Im Ernst? Okay. Kurz auf die Karte schauen. Das ist alles zu. Muss die Steuerung mal ein bisschen lernen noch. Das heißt, wir können einfach gerade durch und dann... Moment. Ne, wir müssen jetzt ins Treppenhaus. Wenn wir mal hier durchgehen, hier ist eh alles zu, da kommen wir nicht durch. Da, wo der Speicherraum ist. Moment mal. Was passiert denn, wenn ich wieder zurück in das Fenster will? Und durch die Tür zurück zum Detective? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Rein theoretisch sollte das doch gehen. Tja, auf einmal ist die Tür abgeschlossen. Super toll. So viel zu meinen großen Plänen. So, Freunde, ab ins Treppenhaus. Die Viecher müssen wir ja eigentlich nicht besiegen. Ist ja Blödsinn, wäre jetzt nur sinnlose Munitionsverschwendung. Weil vor denen lässt es sich ja relativ leicht ausweichen. Wir müssen sowieso nie wieder hierher zurück. Denke ich. Ah, ja, jetzt hat es mich natürlich getroffen. Es war ja klar, dass es mich doch trifft. Scheiße. Scheiße! Wo ist das Treppenhaus? Oh Gott. Hier drin, ne? Hier links. Hier links. Ja, genau. Genau, Bunny. Genau da ist das Treppenhaus. Durch, rechts, letzte Tür links. Nicht so schwer. Durch, rechts und dann die ganz... In dem Gang die letzte Tür nach links. Und dann hier links. So. Schon sind wir im Treppenhaus. Und können den zweiten Stock begutachten. Und hier ist wieder so ein Vieh drin.
Oh, was ist denn das? Ach, das ist doch eklig, Mann. Oh, diese Sounds. Lass mich bloß in Ruhe, Mann. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Du Dreckvieh. Wie viel es ausgehalten hat. Ich habe getrocknetes Rindfleisch. Super. Ich dachte, das ist vielleicht ein wichtiges Item. Und kein scheiß getrocknetes Rindfleisch. Wofür soll ich denn das brauchen? Ach, Gegenstände. Munition haben wir noch. Vorräte, 4 Schuss. Konserviertes, getrocknetes Fleisch. Manchmal reicht es gerade, um Monster abzulenken. Ach so. Okay, das kann ich also auslegen und dann werden die Monster davon abgelenkt. Das ist natürlich smart. Ja, dieses Vieh ist echt eklig, finde ich. Oh, ein Speicherraum. Hat die gerade in-game was geklopft oder war das bei mir? In-game. Ich hoffe, es war in-game. Übrigens, ne, ich habe mein E-Sport-Spiel gefunden. Ich suche ja schon seit Ewigkeiten, ihr habt es schon nebenbei ein bisschen mitgeredet. Ich weiß, ich weiß schon wieder vom Thema ab, aber ich will mich auch ein bisschen von dem Spiel ablenken. Weil es zu gruselig ist. Da ist was zwischen Tisch, das ist eine Palette, und Boden gefallen. Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Wenn meine Arme länger wären, könnte ich es erreichen. Auf dem Tisch ist ein großer Stapel Kartons voller Bücher. Es ist viel zu viel Mühe, sowas Schweres zu bewegen. Das ist eine Palette, kein Tisch. Jetzt brauche ich wirklich irgendwas, um den Schlüssel daraus zu fischen. Du wirst ja wohl zwischen diesen Holmen von der Palette kommen. Also wirklich. Aber manchmal sind die Rätsel schon witzig. So. Vielleicht nochmal absaven. Macht ja Sinn. Zack. Ach, wie schön schnell das geht. Krass. Ich habe das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, auf jeden Fall auf der PlayStation 2 gespielt. Da wisst ihr, wie lange das mittlerweile her ist. Haben alle Türen getroffen, ne? Ja. Gut, da hätte man noch nach links gehen können. Wir haben noch die zwei Räume hier hinten. Da will ich auf jeden Fall noch nachsehen. Ah, du Ekel! Oh, du... Oh, ist das räudig. Du kleines, ätzendes... Von dem Vieh träume ich. Ich kenne mich. Von dem Vieh werde ich träumen. Ich finde das ja so schmantig, dieses Vieh. Das geht ja gar nicht. Wie es rumkrebst. Bäh. Okay, Moment. Also hier muss es weitergehen. Auch und auch hier sind wieder Gegner. Das hört man immer so schön an der Musik. Helen's Bakery. Eine Bäckerei. Ach, sag bloß. Sag nicht, mit der Zange kriege ich den Schlüssel. Das ist ja ein Witz. Aber warum nicht? Das ist Brot. Das ist Brot. Das sieht schick aus, ne? Schön detailreich. Good taste floor. Baguettes. Alles am Start. Also hier würde ich, ganz ehrlich, hier würde ich mich bedienen. Ich hätte mir jetzt da einen Donut geschnappt. Ach, Moment. Aber ich habe keinen Hunger. Also brauche ich mich nicht darum zu kümmern. Heather, du musst mir nicht alles sagen. Oh. Das ist ein Werbezettel. Knusprige, krustige Brote direkt zu Ihnen nach Hause. Alles im Angebot. Helens Bäckerei. Es ist kein Personal hier, wo die wohl alle sind. Tja, Heather. Ich glaube, die haben sich alle in diese Monster verwandelt. Also glaube ich sogar wirklich. Ich glaube, so war das sogar. Dass in Silent Hill die Gegner irgendwann mal Menschen waren, die sich verwandelt haben. Eigentlich will ich hier nicht raus. Bin ich ganz ehrlich? Ach, genau wegen diesem Rotz. Genau wegen diesem Ekel da. Boutique. Wir doch irgendwie, den können wir doch bestimmt umgehen.
Oh, das gibt's nicht. Getroffen. Steh auf, Heather. Oh, können wir nach unserem Leben gucken. Gelb. Okay, alles cool. Alles cool. Alles cool. Weg, weg, weg. Hier ist noch einer. Noch ein zweiter. So. Outplays. Ist abgeschlossen. Der Schlüssel ist wahrscheinlich wirklich der, der unter der Palette liegt. Kaputt, kaputt. Sunshine Princess. Kaputt. Okay. Halt das. Dieses räudige Ding. Ganz ehrlich, niemand mag dich. Du bist ein Dinosaurier-Unterkörper mit einem Arschloch als Kopf. Eklig. Wirklich eklig. Gut. Jetzt kriege ich bestimmt mit der Zange schön hier den Schlüssel raus. Und das ist dann der Schlüssel für diesen Laden da. Moment. Okay. Man muss... Ihr müsst euch vorstellen, um das Menü zu öffnen, einen rechten Analogstick reindrücken. Also wer daran sich gewöhnen soll... Wir können bestimmt auch die Steuerung umlegen. Gegenstände. Bam, sehr geil. Dann greifen wir schön unter den Tisch. Tisch, dass ich nie lache. Fucking Tisch. Also das hättest du auch so geschafft. Ich kann dir hier in diesem Raum 20 Gegenstände zeigen, mit denen du das hättest auch machen können. Ich habe den mit Zange gefassten Schlüssel. Itembeschreibung mit Zange gefasster Schlüssel. Mega witzig. Finde ich schon wieder super. Ist der jetzt wirklich so? Mal ohne Witz. Jemand hatte den Schlüssel im Lagerraum fallen lassen. Ich habe ihn mit der Zange aufgehoben. Prüfen. Am Schlüssel hängt ein Etikett. Auf dem steht meine Bestseller. Ja, es ist auf jeden Fall der Schlüssel für diesen Laden. Da das scheint wahrscheinlich ein Buchladen zu sein. Freunde, trotzdem, da wir schon wieder bei 17 Minuten sind, die Zeit verrennt hier in dem Game, würde ich sagen, dass ich die Folge hier an dieser Stelle um 23 Uhr? Ist doch nicht 23 Uhr. Es ist 2.05 Uhr. Aber scheint zu stimmen. Ja. Gut, Freunde. Dann würde ich hier an dieser Stelle Folge 2 unseres Silent Hill 3 Let's Plays gerne beenden wollen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Spiel, mit der Folge. Es werden noch viele, viele, viele Folgen. Wir ziehen das Spiel auch komplett durch. Aber keine Angst, auch Parasite Eve. Na gut, wer so schon Angst haben, guckt ja keiner. Nee, Spaß. Parasite Eve geht auch weiter. Ich werde das so ein bisschen parallel spielen. Ab und zu mal ein paar Folgen Parasite Eve, dann wieder ein bisschen Silent Hill 3, bis wir diese beiden wunderschönen Retro-Spiele durchgespielt haben. Ja, Freunde, das war Folge 2, Silent Hill 3. Sehr schönes Spiel, ich habe Spaß. Und nächstes Mal gucken, unter welchem Tisch wir das nächste Item hervorgraben müssen. Gut, Freunde, habt noch einen schönen Abend. Immer fleißig weiter zocken, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in Folge 3. Macht es gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.